Das Arbeitsprotokoll wird dem Meister übergeben. Daraus übernimmt er die Werte für die Rechnung an die Kundin. Der Meister kontrolliert, ob die veranschlagte Zeit ausgereicht hat und ob etwas nicht Vorhersehbares extra berechnet werden kann. Unvorhersehbares hätte zum Beispiel eine defekte Herdanschlussdose oder eine zu kurze Anschlussleitung sein können. Die Rechnung wird von der Sekretärin erstellt und versandt. Nach ein paar Tagen erhält die Kundin die Rechnung. Mit dem Eingang der Zahlung ist der Auftrag abgeschlossen.